Die Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von Aktion Meteor. Die Oberhausener in den weißen Trikots mit einem Blitzstart über die linke Seite. Dann ist der Torjäger Mutterseelen allein, erzielt das 1:0 für Rot-Weiß Oberhausen. Jansen hat getroffen, Schneider hat das Ganze eingeleitet und dann kommt der Pass in die Mitte zu Jansen, dem Keeper, dem Torjäger. Da hat er sicherlich schon schwierigere Fälle erlebt. Und das ist Kofi Schulz. Und der Halbzeitpfiff, 1:0 für Oberhausen. Das ist der Torschütze, er lächelt natürlich. Das ist David Jansen für Rot-Weiß Oberhausen. Hat er in der dritten Spielminute getroffen. Hat mal in der zweiten Liga gespielt für Paderborn unter André Schubert. Damals hat er mitgewirkt. Jetzt gibt es Elfmeter für Oberhausen und der Elfmeter ist berechtigt. Sehe ich von hier. Da hat er ihn erwischt. Jansen wird gefault. Und jetzt hoffen die Wiedenbrücker und die Felberter, dass er den verwandelt. Und das ist so. 2:0 für Oberhausen durch Patrick Bauder. Bauder, 8. Saisontreffer, hat bisher alle seine 4 Elfmeter in der Regionalliga-Saison verwandelt. Jetzt müssen Sie aufpassen, nicht noch das 0:3 zu kassieren. Das war gut gemacht und souverän. Der Torschütze Marcel Landers, die Oberhausener Ikone. Und dann ist es Robert Flesers, der den Ball einnetzt. Aber für mich gehören 50% des Tores dem Landers. Der hat es toll gemacht. Das war super vorbereitet von Landers und Flesers macht dann den Treffer zum 3:0. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von Aktion Meteor.